Cetus Irrlichter. Klein und vor allem selten. Dennoch ist es möglich, sie zu erfahren. Um schnell viele Irrlichter zu bekommen, gibt es eine präzise Route. Sie spawnen nämlich an den Ufern der Seen. Sie tauchen zusätzlich auf der Minimap als Loot auf, weswegen maximierte Lootradar-Mods eine gute Option sind, um sie leichter zu finden. Um unsere Route schnellstmöglich abzulaufen, können wir beispielsweise eine Nova benutzen. Diese modden wir dann auf Reichweite und Effizienz, damit unser Portal uns schnell von einem See zum anderen bringt. Außerdem, am wichtigsten bei dieser Art des Farms, sind die Lootradar-Mods, Beutedetektor und Diebesgespür. Eine andere Variante, welche mir persönlich auch besser gefällt, beinhaltet den Izzal Arcwing. Hier modden wir auf maximale Geschwindigkeit. Da unsere erste Fähigkeit von Izzal ein Teleport ist, helfen uns Mods, welche die Reichweite, Effizienz, Geschwindigkeit oder auch nur die uns zur Verfügung stehende Energie erhöhen. Starten wir nun unsere Mission, so laden wir zuerst unseren Energiepool auf. Dies können wir mit Energiewiederherstellungs-Items, welche wir entweder aus dem Energielabor eines Clans oder als Rang 3 Belohnung eines Syndikats erhalten können. Außerdem können wir Energizing Dash vom Cenuric Bomb benutzen, um unsere Energie stetig aufzuladen. Packen wir beides vorher auf den Boden und rufen direkt danach unseren Arcwing, so laden wir die Energie des Izzal und nicht unsere eigene auf. Mit gefülltem Balken können wir nun unsere Route abfliegen, dabei immer die Augen auf die Minimap richten und nach Loot-Indikatoren Ausschau halten. Oft sind dies nur Gegner oder Container, aber mit etwas Glück jedoch unsere gesuchten Irrlichter. Möchte man besonders viele dieser Irrlichter farmen, so empfehle ich diese Route nachts abzufliegen. Sie spawnen zwar zu jeder Tageszeit, tagsüber jedoch nur 3 bis 4 und nachts ganze 6 bis 8. Außerdem können wir mit einem Ressourcenbooster jedes gesammelte Irrlicht verdoppeln. Haben wir unsere Route fertig abgeflogen, verlassen wir die Ebenen und gehen erneut hinein. Nun kann man dieselbe Prozedur wiederholen, bis man genügend gefarmt hat. Je nachdem, wie fortgeschritten man mit der Storyline ist, kann man auch alternativ Eidolon-Jagden machen und das gesammelte Ansehen bei Quill-Onko für Irrlichter eintauschen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Bei Fragen, Kritik oder Anregungen wie immer einen Kommentar da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Scholateno!